In diesem Video beschäftigen wir uns mit dem Impedanzwandler. Ich erkläre zunächst kurz, was ein Impedanzwandler ist, beziehungsweise was man damit macht, stelle typische Eigenschaften von diesem vor und dann gibt es noch ein Beispiel zum besseren Verständnis. Ganz wichtig, der Impedanzwandler wird manchmal auch als Spannungsfolger bezeichnet. So, also, was ist ein Impedanzwandler? Und zwar, das ist eine Schaltung aus der Elektrotechnik. In den meisten Fällen realisiert man diesen mit einem Operationsverstärker. Das Besondere daran ist, dass der Minuseingang des Operationsverstärkers direkt mit dessen Ausgang verbunden ist. Also hier der Minuseingang von dem OP, der ist direkt mit dem Ausgang verbunden. Am Pluseingang hier unten, da liegt die Eingangsspannung. Und die Schaltung, naja, das seht ihr hier, die sieht dann so aus. Welche Eigenschaften hat so ein Impedanzwandler nun? Also, die Verstärkung ist 1. Die Eingangsspannung ist also gleich der Ausgangsspannung. Der Eingangswiderstand ist unendlich. Der Ausgangswiderstand ist 0. Das sind jetzt die theoretischen Angaben. In der Praxis werden diese Angaben fast, aber eben nicht ganz erreicht. Also die Verstärkung ist nicht ganz exakt 1, die Eingangs- und Ausgangsspannungen sind nicht absolut 100% gleich und logischerweise ist der Eingangswiderstand zwar sehr hoch, aber nicht unendlich und der Ausgangswiderstand ist sehr klein, aber eben nicht 0. So, jetzt haben wir also eine Schaltung mit einer Verstärkung von praktisch 1 und da stellt sich die Frage, ja, was soll das eigentlich? Wofür soll man sowas überhaupt gebrauchen können? Und dazu sehen wir uns einmal ein Beispiel an. Und das ist diese Schaltung hier. Worum geht es nun? Manchmal muss man sich in der Elektrotechnik eine Spannung generieren. Und diese soll dann möglichst präzise sein. Eine Möglichkeit, das zu tun, ist der Einsatz einer Zener-Diode. In der Schaltung, die hier zu sehen ist, seht ihr, dass 10 Volt auf eine Seite eines Widerstands gegeben wird. Also hier sind 10 Volt an einen Widerstand angeschlossen. Auf der anderen Seite befindet sich eine Zener-Diode. Je nach genommenen Werten stellt sich dann eine bestimmte Spannung zwischen Widerstand und Zener-Diode ein. Zum Beispiel 5 Volt. So, würden wir nun diese 5 Volt direkt an einen Verbraucher anschließen, also ohne Impedanzwandler dazwischen, so würden sich die Stromverhältnisse ändern. Und das würde zu einer Änderung der Versorgungsspannung führen. Also die 5 Volt, die wir eigentlich haben wollten, die wären nicht konstant. Und um das zu verhindern, setzen wir einen Impedanzwandler dazwischen. Und der hat dann konstant 5 Volt am Ausgang. Unabhängig davon, ob ein Verbraucher angeschlossen ist oder nicht. Der Strom kommt somit vom Operationsverstärker und nicht von der Schaltung, die davor liegt. Und nun ja, dieser Impedanzwandler, der kann dann immer konstant 5 Volt liefern.